Herr Lehmann, was würden Sie zu sich selber sagen, wenn Sie Ihr Chef wären und sich entlassen müssten? Ich? Zu mir. Herr Lehmann, würde ich sagen. Das ist ja eine komische Sache, so zu sich selbst. Herr Lehmann, Sie sind jetzt der Chef. Ihnen gegenüber steht Herr Lehmann. Sie sind so freundlich. Sie sind Herr Lehmann. Sie sind jetzt gezwungen, Herrn Riedel zu entlassen. Also Herr Lehmann meine ich, sich eh. Bitte. Also ich weiß nicht, was das klingt. Herr Lehmann, ich bin gezwungen, Sie zu entlassen. Sie haben zwar ganz ausgezeichnet gearbeitet, erstklassig, aber es tut mir leid, ich bin gezwungen, Sie zu entlassen. Just mein besten Mitarbeiter. Ah, Herr Lehmann, kein Pfennig. Herr Lehmann, keine Tränen jetzt! Sie sind eine Heulsuse! Das sag ich Ihnen jetzt mal von Mann zu Mann! Ein weinerlicher Waschlappen sind Sie! Das kann ich anders, das ist stärker als ich! Ich kann nicht anders, das ist stärker als ich! Ich kann Sie nicht ausstehen! Helmut! Lehmann! Wie Sie schon dastehen mit Ihren saublöden Babyfans! Tun so, als wären Sie ein Adler. Dabei ist Ihre Nase nur ein einsames Erbstück von Ihrem Vater. Der war ein Adler. Dann können Sie nie das Wasser reichen. Ein Kuckuck sind Sie allenfalls. Eine Ente sind Sie, ein Sittich. Ein Workaholic der dritten Art. Pathologisch. Die anderen Herren der Geschäftsleitung sehen rot, wenn sie Ihren Namen nur hören, Lehmann. Haben Sie eigentlich keine Frau? Doch, Sie tragen immer gut. Wissen Sie denn nicht, was eine Frau will am Wochenende? Hm? Fun will die am Wochenende. Ein kameradschaftliches Shopping am Samstagnachmittag. Mensch, Lehmann. Und dann ein Dinner irgendwo. Mit einem guten Glas Roten. Hm? Und dann nach Hause und zu Hause vielleicht noch ein Schlummerwhisky. Hm? Sex, Lehmann. Eine Frau will Sex am Samstag. Ja, jede Frau will das. Jede. Auch eine, die so gut aussieht wie ihre. Sie hätten ja eine hässlichere heiraten können. Jetzt haben sie die und die will Sex am Samstag. Und zwar ein bisschen mehr als Beine in die Luft und zweimal rein und raus. Dann müssen sie mal ihre Fantasie mit ins Spiel bringen, Lehmann. Die haben sie doch mit solchen Sachen, das weiß ich genau. Sex, das ist was anderes als Jogging. Ihre Frau will auch mal eine richtige Schweinerei. Irgendwas, was jede Grenze überschreitet und wo man sich hinterher voneinander schämt. Und zwar trotzdem einmal herrlich. Hämmern Sie sich doch mal in Ihren behämmerten Schädel, Lehmann! Ja, Herr Direktor, Henna! Man könnte sich umbringen, irgendwie. Einen steifen Nacken kriegen. Einen Schuss. Sie sind so ein Arschloch, sind Sie ein euer schreckliches Arschloch. Schauen Sie mal in den Spiegel, wenn ich Ihre Frau wäre, würde ich Ihnen noch gestern davongelaufen sein. Sie sind entlassen. Geht das so? Vielen Dank. Wir wollen jetzt alle gemeinsam in Form einer